Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Stable Online. Ich bin heute hier in Südhof und ich bin nicht alleine, denn ich habe einen kleinen Gast mitgebracht. Das ist eine Freundin von mir, sie hat mich gerade kurzfristig über Skype angerufen und da ich keine Lust hatte, sie wieder auflegen zu lassen oder dass ich auflege, habe ich mir gedacht, nehme ich es nur einfach mal mit ins Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran und ja, wir legen jetzt einfach mal los und reiten jetzt mal in Richtung Südhof. Ich glaube, dadurch, dass er deine Dings aufnimmt, nimmt er meine Dings nicht mit auf. Weil er meine Dings aufnimmt, nimmt er deine Dings nicht auf. Okay. Moment, Grafik, Audio. Nee, der nimmt. Ist er nicht ganz so tragisch, wenn er jetzt die Hintergrundgeräusche nicht aufnimmt? Nee, das ist doch eigentlich sogar gut, oder? Ja, ich meine, beim Spiel die Hintergrundgeräusche, so Musik und das Geklapper von den Hufen, egal. Also. Hallo Lucia, schön dich zu sehen. Was führt dich hierher? Alles läuft super hier, die Geschäfte laufen immer besser, jetzt wo Leute einfach hierher reisen können. Aber wo ich so darüber nachdenke, eine Sache läuft nicht so gut. Seitdem das Boot sank, können wir keine Delikatessen des Meeres mehr genießen. Du fragst dich, weshalb ich nicht vom Land ausfische? Ja, das könnte ich natürlich machen, vor allem weil es Ewigkeiten her ist, dass ich meiner Familie wirklich gute Meeresfrüchte bieten konnte. Wir haben solch ein Glück hier in Südhof, das Fischen hier ist exzellent. Ein Paradies für Meeresbewohner und man kann Langusten und Austern sogar direkt am Strand sammeln. Ah, Sigrid liebt Austern wirklich sehr. Du findest, dass wir etwas dagegen tun und unser Glück mit dem Fischen versuchen sollten? Alles klar, auf geht's. Wirf einen Blick in die Kiste hier, vielleicht haben wir noch ein paar Langustenkäfige übrig. Oh doch, ich glaube, ich habe es gerade so ein bisschen gehört. Machen wir es denn? Ansonsten muss ich mal gerade mal eben kurz. Ich muss mal gerade kurz eben was nochmal nachschauen wegen dem, wegen Skype, weil das gerade so ein bisschen laut ist. Und deswegen muss ich versuchen, über Skype den Ton noch ein bisschen runter zu regeln. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal versucht, ein bisschen, irgendwie klappt das nicht so ganz, das runter zu regeln. Deswegen müssen wir jetzt so erstmal ein bisschen weitermachen. So, wo sind denn die Käfige mit den, die Kisten mit den Käfigen drinne? Da wollen wir jetzt mal nachsuchen. Du kannst auch ruhig was sagen, also ist nicht so, dass du jetzt hier zum Schweigen verdammt bist. Oder sind wir? Okay. Der unterirdische Raum nimmt jetzt zumindest schon mal langsam Gestalt an. Das ist doch super. Ah, hier sind also ein paar Körbchen. Vorbereitung auf ein kleines Abenteuer. So, da steht ein Pferdchen. Ich weiß nicht, ich muss gleich mal kurz so ein bisschen was testen, wenn wir gleich noch Abenteuer auf dem Reiterhof aufnehmen, weil werde ich mir die Folge erstmal angucken und gucken, wie das mit den Hintergrundgeräuschen von Star Stable ist. Weil hier ist es nicht ganz so tragisch, weil da lese ich ja selber vor bei Abenteuer auf dem Reiterhof das oder wird das vorgelesen. Da muss ich mal gucken, wie das dann ist. Ne? Wie ich sehe, hast du die Langustenkäfige gefunden. Perfekt, Lucia. Jetzt haben wir alle Langustenkäfige und sie sehen gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben Glück. Jetzt müssen wir nur noch zum Strand und sie dort aufstellen. Du möchtest mich mitnehmen, damit wir zusammen los können? Lucky Cloud hat nur Platz für einen. Das klingt sehr gut und ich muss keine lange Strecke zu Fuß zurücklegen. Ich zeige dir dann, wo wir die Käfige aufstellen. Noch eine Sache. Wir spucken hier in Südhof dreimal ins Wasser, wenn wir Langustenkäfige aufstellen. Eine Art Aberglaube, aber es soll Glück beim Fangen bringen. Okay. Wo muss ich denn hin? Ich muss dahin. Ja, ich würde mal sagen, wir reiten mal unten am Strand lang. Das wäre eventuell am besten. Oh, das sieht so richtig ulkig aus, wie der da auf diesem Pferd hockt. Oh nein. Nein. Ich freue mich schon, mir das nachher anzugucken. Oh Gott, ey. Das sieht so richtig ulkig aus. Aber das musst du dir auch mal vorstellen. Du musst dir das mal angucken, ey. Der sitzt hier wirklich so, als ob der da irgendwie gerade so einen komischen Tanzmove vollbringt. Das sieht richtig schlimm aus. Wie der da auf dem Arsch von Lucky Cloud sitzt. Das ist nicht normal. Vor allem, der hätte nicht am...
Bitte? Warum hatten wir kein eigenes Pferd? Weil die meisten NPCs in Star Stable irgendwie kein eigenes Pferd haben. Warum auch immer. Ist natürlich sinnig in einem Pferdespiel. Ja, natürlich, das ist richtig sinnig. Es gibt einige, die haben selber Pferde, aber es gibt auch einige, die haben selber keine Pferde. Was natürlich in einem Pferdespiel sehr sinnig ist. Aber hey, die Spieler, also wir, die Spieler selber, wir haben voll die super Pferde. Ich habe einmal eine, es musst du auch mal bei mir auf dem Kanal mal gucken. Da gibt es einfach so eins, da ist so ein Typ von Dark Core, die sind auch nicht gerade sehr schlank. Und dann ich noch. Und dann nur so ein kleines Pony, weißt du, die beide tragen muss. Das ist so schlimm. Das wird einfach toll. Du hast die Käfige wie ein waschechter Fischer aufgestellt. Tolle Arbeit. Jetzt heißt es geduldig sein und etwas Glück haben. Ob wir in der Zwischenzeit Austern sammeln können? Natürlich. Wir benötigen aber noch ein paar Dinge, bevor wir das tun können. Ich glaube, ich habe alles dafür am Hafen. Wir können also dorthin gehen. Gut. Sieht eigentlich aus mit dieser Pferdewahl da, die du da gemacht hattest. Was damit? Die Abstimmung. Ja, die ist zu Ende. Ja, da ist eine neue Pferdeabstimmung. So. Wieder neu. Ja. Denn bevor du dir das Video anguckst, dann siehst du das Pferd, was gewonnen hat. Ja, wie du ja bestimmt weißt, war jetzt 10 Tage weg. Ja, das waren wir. Wir waren 10 Tage weg. Auf Da ist es mir geht's, ein bisschen ab schwer geht's, gefallen, zehn deine Tage Abwesenheit. weg. Bitte? Da ist es mir ein bisschen schwer gefallen mit null Internet. Mhm. Also dann, lass uns mal sehen. Dieser Ort macht mich glücklich und beruhigt mich. Kannst du den Wind in deinem Gesicht spüren? Schließe deine Augen und lausche dem Geschnatter der Seemöwen. Wie schön. Was? Du glaubst, dass ich das Meer anscheinend sehr vermissen muss, seit mein Boot gesunken ist? Nein, nein, nein. Ich bin genauso glücklich, vom Land aus zu fischen. Hey, wie auch immer. Es sollten sich ein paar Messer in der Nähe befinden, die perfekt zum Lösen der Austern von Meeresgrund sind. Ohne die Messer brauchen wir es gar nicht erst zu versuchen. Wo habe ich sie nur hingelegt? Kannst du sie hier irgendwo sehen? Der verlangt ganz schön viel von dir, kann das sein? Du musst das Spiel selber spielen, dann merkst du, wie viel alle so von mir verlangen. Ich mache irgendwie alles auf der Insel. Ich habe in einem richtig eisigen Gebiet habe ich alles Mögliche aufgestellt, was es gibt. Das ist nicht normal. Da sind sie ja. Gut, dass du Augen dabei hast. Hast du keine Augen oder was? Kann er sich nicht leisten. Ja, wahrscheinlich. Jetzt sind wir mit guten Messern ausgestattet. Fehlt nur noch ein Eimer, in dem wir die Austern aufbewahren können. Oh, den habe ich oben auf dem Weg schon gesehen. Es sollten sich hier irgendwo eine Reihe blauer Eimer befinden, die ich damals mit aufs Boot genommen habe. Aber ich kann sie nicht sehen. Ich benutze sie auch für andere Sachen. Sie können also praktisch überall sein. Du reitest los und suchst nach ihnen. Ich liebe deinen Enthusiasmus. Ich bleibe dann hier und halte die Stellung. Ja, den habe ich schon gesehen. Den habe ich oben auf dem Weg gesehen. Den habe ich schon öfters gesehen, als ich hier lang gelaufen bin. Was ich so faszinierend finde, dein Charakter sagt gar nichts und der so, ach, du willst die holen, das ist ja nett. Ja, das ist echt faszinierend bei diesen Spielen. Aber generell auch bei anderen Spielen so, ja, wenn du dann oder Charakter selber nicht so spricht, dann auf einmal heißt so, oh, du willst die holen gehen und ich mir dann so denke so, nein, nein, du hast zwei gesunde Beine, lauf selber. Ach ja. Ah, wie heißt der bei mir? Das ist Summerstone, aber wie heißt der bei mir? Ich habe vergessen, wie mein Pferd heißt. Das ist super. Oh Gott, in meiner Nähe ist irgendwo ein Monster, das macht mir Angst. Wow, du hast sie gefunden. Ich bin beeindruckt. Ich bin auch beeindruckt. Richtig. Gut, wir haben alles, was wir brauchen, um Austern zu sammeln. Lass uns zum Strand gehen. Dort gibt es nämlich Jorviks beste Austern. Ich gehe voran. Wie willst du vorangehen, wenn du auf dem Arsch meines Pferdes sitzt? Der kann das. Ja, natürlich. Der kann zaubern, ja. Passiert, ne? Mir tut Lucky Cloud jetzt schon leid. Ich hätte mein Shire Horse mitnehmen sollen.
Pferde. Ich hätte Dragonblatt. Erschaffen. Dragonblatt? Bist du. Wen habe ich denn gerade im Stall? Ich glaube, Dragonblatt habe ich gerade im Stall. Hier ist es. Ja, das ist schön für dich. Du kannst den Auftrag nicht annehmen, wenn du auf deinem Pferd sitzt. Leck mich. Natürlich nicht. Ich glaube, ich muss echt. Da Alles, muss was wir jetzt ein jetzt. Piepton drüber machen. Ja, alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist loszulegen und die Austern vom Meeresgrund zu sammeln. Benutze das Messer, um sie zu lösen. Ja. Ey, das ist meins. Verpiss dich. Wo willst du hin? Wie der immer hier so durchs Wasser stampft, ey. Da sind auch noch Austern. Und da hinten noch. Yay, wir haben es geschafft, Austern zu sammeln. Ich freue mich. Was sagst du? Du denkst, dass es lange dauert, Austern zu sammeln? Nein! Du findest also, dass es ewig dauert, Austern zu sammeln? Gut, ich habe dir gezeigt, wie du sie sammeln kannst. Und jetzt ist es an der Zeit zu zeigen, was du kannst. Zeit für ein kleines Austersammelnrennen. Sagen wir, jeder 7 Stück? Gut, der erste, der 7 Austern sammelt, wird Südhufs Austernmeister. Mein Mikrofon mal ein bisschen. Was? Kriegst du dann eine Medaille? Ja. Ich würde das nur für Medaillen machen. So, da ist noch eine Auster. Da sind noch Austern. Oh, der hat Vorsprung. Das darf nicht sein. Ach, das ist ja auch neu. Was denn? Dass Leitern, wenn du die Mauer dahinter abbaust, stehen bleiben. Das ist mir ehrlich gesagt auch neu. Und da ist die letzte Auster. Du darfst nicht gewinnen. Du darfst nicht gewinnen. Ich habe Okay, gewonnen. nochmal neu. Wow, das war schnell. Ich hätte nie gedacht, dass du mich schlagen kannst. Letztendlich bin ich gegen meine Enkelin Madison einige Male angetreten und sie hat mich noch nie besiegt. Ha! Das ist schön. Ja, jetzt habe ich ihn geschlagen. Und ich würde mal sagen, an der Stelle mache ich auch einen kleinen Cut und es geht dann das nächste Mal weiter. Das wäre dann am Freitag. Genau, am Freitag geht es dann das nächste Mal weiter. Wer noch nicht weiß, was los jetzt ist in den nächsten Tagen, warum morgen und am Donnerstag keine Videos kommen, der sollte sich das Infovideo mal angucken, was ich gestern hochgeladen habe. So. Spielinterface verbergen. So, an der Stelle würde ich mich dann auch jetzt auch von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann bald auch schon wieder. Ciao, ciao! Tschüss.